Tja, Panzer, die man am Freitag, Samstag und Sonntag fahren kann, sucht man ja vergebens. Die Teams geben das einfach nicht mehr her. So langsame TDs und Heavys kannst du am Wochenende nicht fahren. Dementsprechend versuchen wir das jetzt mal mit dem CS Medium. Leute, ihr wisst, ich streame jeden Tag auf Twitch. Akku Power Twitch, mein Name dort. Akku Power Twitch. Unbedingt ein Follow da lassen. Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, schauen wir mal. Stadt war wieder unterbesetzt. Die dicksten Heavys, die wir besitzen, sind alle im Canyon unterwegs. No, dementsprechend verlieren wir jetzt unsere Base und die gesamte Mitte. Kann man denn runterstufen auf Stufe 7? Also ich habe heute echt schlechte Spiele. Ich meine, ist ja keine Seltenheit, ne? Es ist ja keine Seltenheit, dass man am Wochenende schlechte Spiele hat, aber heute ist halt ein besonders schlechter Tag für mich.
Denkt dran, ne? Twitch, Facebook und Instagram gibt's in der Videobeschreibung. Akku, Power, Twitch. Warum ist niemand eingeimpft, wenn was aufgeht? Immer wieder hier spaziert mit seinem Heavy, ohne dass er irgendwie mal beschossen wird. Das ist doch grotesk, Alter. Wie kann das sein, dass ein Heavy hier so spazieren fahren kann?
Okay. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also so wird das ja hier nichts. Ja, schwierig. Hier die Mitte ist halt nicht zu Genüge besetzt, ne? Wir bräuchten ein paar von diesen Leuten hier und da. Da rechts in der Ecke hocken bringt halt keiner Map Control, ne? Die Leute verstehen einfach nicht, was Map Control ist. Ja. Ja, unser Team hat sich bis an die rote Linie zurückgezogen und das ist halt extrem schlecht, ne? Und das schießt auch keiner hier hin, wenn was aufgeht. Absolute Ignoranz. Die Ziele sind auf. Schießt aber keiner. Wieso wird denn der Typ da jetzt nicht beschossen? Lol. Der kann da einfach stehen. Ja. Also wirklich, das kann man nicht anders sagen, ne? Ich würde das ja gerne anders ausdrücken, aber
Wirklich am Wochenende sind nur unfähige Leute in diesem Spiel unterwegs. Ja, solche Ziele müssen sofort platzen. Wir haben genug Panzer, die wissen schon seit einer Minute, dass der Typ da steht. Es reagiert aber keiner. Und wenn du nicht reagierst, dann gewinnst du auch nicht. Die stehen da hinten in der Ecke und tun einfach gar nichts. Absolute Ignoranz. Absolute Ignoranz. Der hier müsste jetzt schon längst tot sein. Ja, du also. Was soll ich dir sagen, Mann? Absolut unfähige Leute unterwegs. Ja, das nützt jetzt aber trotzdem nichts, wenn die sich jetzt nicht langsam mal bewegen würden. Manche Leute verstehst du einfach nicht, ne? Die sitzen da hier am besten mit dem STA hier hinten rumschimmeln, weißt du? Komplett unfähig, komplett unfähig. Richtig schlimm, was der hier mit seinem 263 da anstellt, ne? Richtig schlimm. Die maximale Unfähigkeit ist hier unterwegs. Das frustriert halt so sehr, ne? Die Leute, die am Wochenende am PC sitzen, sind halt echt schlimm für dieses Spiel. Es ist halt die brutale Unfähigkeit. Es ist kein Wille zum Sieg, es ist keinerlei Ambitionen, keine Motivation. Willenlose, motivationslose Droiden, Alter, die hier am PC rumsitzen. Also du bietest denen sogar Ziele und die haben keinen Bock, die Ziele wegzuschießen. Was soll man mit solchen Leuten überhaupt im Gefecht gewinnen? Das funktioniert doch. Funktioniert doch nicht, so eine Scheiße. Die brutale, maximale Unfähigkeit. Nutzlos, unfähig, unmotiviert. Da lässt er sich halt noch in den letzten Sekunden rausschießen, weißt du? Dieser unfähige 263, dieser unfähige STA-2, also mir fehlen halt mal die Worte, ne? So, wie kann man so eine Scheiße zusammenspielen, Mann? Was hocken die da schon wieder mit 8 Mann irgendwo an der Redline, Alter? Ich liefer denen sogar Spots. Minutenlang stand dieser komische Autoloader, der neue, der stand da offen, wurde einfach nicht beschossen. Dann kommt von hinten einer, spottet mich, nimmt mich raus. Ja, guck dir es an. Neuner Heavy, null Damage. Ja, hier noch so ein Autoloader, glaube ich, oder hier ein Doppelschuss oder was. Null Damage. Achter TD, null Damage. Also, Es ist halt die brutale Unfähigkeit unterwegs. Die absolute brutale Unfähigkeit. Der Burrask von denen hat halt ohne Ende Damage gemacht, ne?
Oh, die guten Spieler waren alle wieder im Gegnerteam, ne? So, was war denn in der letzten Runde? Haben sie natürlich auch verkackt. Ah ne, die CS-Runde haben wir sogar gewonnen. Es ist halt nicht zum Aushalten, ne? Da bringst du denen sogar noch geilen Spot und die kriegen es trotzdem nicht geschossen, Alter. Es ist halt. Ja, genau. Jetzt kriege ich natürlich die kleine Pissmap. Damit ich überhaupt nichts mit dem Scherenfernrohr anfangen kann. Natürlich zündet der mich sofort an. Na klar. Wer kennt's nicht? Feuer muss natürlich sofort sein, ne? Was macht man mit so einem kleinen Scout auf so einer Map? Außer vorfahren und sterben. Ja, so wie das ist, so ist das. Was hatte ich? Ein Ammo-Rack und dann noch ein Feuerlöscher, ne? So. Also das Maximale, was möglich ist. Ja, und die cappen uns jetzt da weg, ne?
Aber es interessiert irgendwie niemanden. Ja, die sind hier mit Damage machen beschäftigt, ne? Es interessiert niemanden, dass da jetzt resettet werden muss. Fährt auch keiner zurück, Skoda fährt nicht. Hier, Stura Emil lässt sich Zeit. Ja, maximaler Bot. Will durch die Häuser durchschießen anscheinend oder so. Junge, so kannst du doch nicht resetten, du musst schon vorfahren. Ja, 5 Sekunden und dann ist der Drops hier gelutscht. Ja, und schon haben die durchgekappt, ganz einfach. Ja, das ist... Ja. Interessiert halt niemanden, ne? Wenn da resettet werden muss, es fährt keiner zurück. Interessiert halt niemanden, ne? Es ist halt immer dasselbe auf der Map. Ich würde ja gerne die Map ausschalten, aber kann man ja nicht, weil ich habe 2 andere schon ausgeschaltet. Es ist halt die brutale Unfähigkeit unterwegs. Samstags nur Bots, nur Noobs und der Rest halt irgendwelche Ignoranten, ne? Das interessiert die überhaupt nicht. Interessiert die überhaupt nicht, was, und dann auf so einer kleinen Map auch noch, weißt du, wo du mit dem Scout komplett nutzlos bist. Ach Gott, es ist so schlimm. Ach Gott, es ist so schlimm. Es ist halt so brutal schlimm, Alter. Die Unfähigkeit, die hier am Wochenende an den Tag gelegt wird, das ist schon maßlos und schlimm. Guck mal, wie der da einfach vorwärts fährt. Ich meine, ich mache ja meinen Job, ne? Ich spotte ja, ne? Aber irgendwie kommt nichts. Absolute Unfähigkeit. Wie viele Ziele hier überall auf waren, ohne dass die beschossen wurden. Guck mal, der kreuz und quer fährt er da mit seinem Heavy durch die Gegend, ohne dass er beschossen wird. Absolute Unfähigkeit. Es ist so schlimm, dass einem wirklich die Sprache verschlägt, ne? So. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Es ist so schlecht. Ja, und ruckzuck haben wir schon 4 Panzer verloren. Die gesamte rechte Flanke ist tot. Alles, was in der Mitte aufgegangen ist, wurde nicht beschossen. Es ist so schlecht, es ist so schlecht, es ist so schlecht. Das kannst du nicht in Worte zusammenfassen. Und schon wieder interessiert niemanden, dass wir Base Death brauchen, ne? Sonst fährt auch keiner zurück oder so. Gegner-Artis auf. Thank you.
Kritischer Treffer. Okay. Sämtliche Schüsse von mir sind gebounced. Sagt er mir kritischer Treffer. Was zum Geier, Alter. Naja. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir sehen uns auf Twitch, Facebook, Instagram und meinen Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich werde Sonntag ein bisschen länger streamen, denke ich mal. Es ist schon schlimm. Alles klar. Wir sehen uns. Danke fürs Zugucken.